Wir sind hier jetzt auf der Bühne in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe. Bei mir ist Radio Regenbogen Eventleiter Andreas Czonsek. Herr Czonsek, was erwartet uns denn hier heute Abend beim Radio Regenbogen? Na, ich hoffe eine super Show. Also wir haben gestern die ganze Nacht, könnte man sagen, geprobt und heute die ganzen Soundchecks mit den Künstlern. Im Moment laufen die letzten Soundchecks. Jetzt ist gleich Spandau Ballet dran. Die anderen sind alle schon durch. Ja, und dann hoffe ich, dass es wie so eine Fernsehshow eine große nationale und internationale Preisverleihung wird. Wenn man nach Karlsruhe reinfährt, sieht man überall schon Radio Regenbogen fahren. Man sieht überall den Radio Regenbogen Award. Wie viele Leute werden hier heute Abend in der Schwarzwaldhalle sein? Also die Schwarzwaldhalle ist seit Tagen, Wochen ausverkauft. Es sind 1800 Gäste heute Abend und das sind zum Teil Geladene, also aus der Plattenindustrie natürlich, die Managements der Künstler, wie aber auch ganz normale Gäste, die sich ein Ticket gekauft haben, rechtzeitig. Und vorher wird lecker gegessen in der Nachbarhalle, dann ab 20.30 Uhr beginnt die Verleihung und danach gibt es eine große Party, hoffentlich. Vielen Dank. Ja, gerne.